Oldenburg ist nun ein kleines bisschen mehr Hafenstadt. Am alten Stadthafen ist der neue Schiffsanleger für Flusskreuzfahrtschiffe eröffnet worden. Erstes Schiff an der neuen Anlage war die Frederick Chopin, die auf ihrer Route von Berlin nach Amsterdam in Oldenburg Station machte. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und der Chanticoor Oldenburg begrüßten die Gäste, die nach dem Anlegen für ein paar Stunden die Innenstadt besuchten. Rund 800.000 Euro hat die Stadt für den neuen barrierefreien Anleger investiert. Das Ziel ist, mehr Schiffe und dadurch mehr Touristen nach Oldenburg zu locken. In diesem Jahr werden noch 22 Schiffe erwartet, die die neue Anlage ansteuern. 2020 werden 40 Schiffe erwartet. Zudem gibt es Gespräche mit Reedereien, zum Beispiel über einen regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Oldenburg und Bremen.